Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 auf der Untergriesbach. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ja, wir gehen rein, wir haben einen neuen Tag und ja, ich habe soweit alles fertig. Ich habe soweit alles fertig verdichtet. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Und somit können wir jetzt theoretisch gesehen, ja, erstmal würde ich sagen, Gärreste auf die Wiese ausbringen. Und ich glaube, das machen wir auch direkt. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann lass doch einfach mal einen Daumen nach oben. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Die Überlegung ist natürlich, mit welchem Gerät ich das jetzt mal eben mache. Die Ballen können wir eigentlich auch noch mal irgendwie wegpacken. Wenn ich jetzt erstmal eben hier hin. Oh. Hier ist ja noch Platz, ne? Perfekt. Hier stehen wir, glaube ich, ganz gut. Dann bleiben wir hier mal eben stehen. Müssen noch einmal so machen. Zack, Türe auf, aussteigen. Türe eigentlich auch wieder zu. Das irgendwie hinkriegen. Zack, wunderbar. Gut, dann gehen wir eben zu dem Ladewagen. Den, glaube ich, brauchen wir aktuell für den noch. Ich glaube nicht, ne? Das heißt, ich würde den tatsächlich zurückgeben. Ist alles irgendwie, das irgendwie stellen hier, ne? Weil wir ja alles irgendwie gemietet haben. Ich überlege, ob wir auch den zurückgeben, weil wir, ich habe nämlich noch mal geguckt, wenn wir nämlich die wenn wir nämlich mit Proceeds arbeiten, haben wir ja eine Sämaschine 6 Meter breit. So, das würde im Umkehrschluss bedeuten, wir bräuchten eine 18 Meter Spritze. Ja, das heißt, wir machen 3 Reihen, haben 6 Meter Arbeitsbreite, machen 3 Reihen, in die zweite legen wir die Fahrgasse. So, das heißt, theoretisch ist der denn Quatsch, weil mit den 24 Metern können wir hier eigentlich gar nichts Richtiges wollen, ist das Problem. Versteht ihr, wie ich meine? Ich werde euch das auch nochmal zeigen, wenn es soweit ist. Ich habe mir das mich jetzt selber nochmal mich da ein bisschen schlau drüber gemacht. Auf jeden Fall bringt uns der in dem Moment dann halt nichts. So, das zum einen. Jetzt werde ich aber erstmal schnell den Dings anschließen. Okay. Einmal schnell den Güllewagen holen. So. Jetzt einmal umgucken. Ich glaube, das ist gut. So. Perfekt. So. Da ist auch schon was drin, das heißt, wir können damit dann gleich losdüsen. Perfekt einfach. Oh, einfach perfekt, Freunde. Vorbereitet nennt man das auch. Einfach vorbereitet. So. Oh, oh. Passt. Ja, das, Feld hier wollen wir ja auch noch mal irgendwie fertig machen, aber das können wir aktuell halt noch nicht. Deswegen müssen wir da halt noch warten und vertreiben uns dadurch aktuell halt die Zeit für diese anderen Geschichten. So. Wir sagen, dass sollte passen. Hier sieht man jetzt auch schön die Gärreste Textur. Also da können wir ordentlich was ausbringen.
lass mal kurz den HUD an, weil dann sehe ich auch, wie viel wir da noch drin haben. Das wird ja eigentlich relativ schnell gehen, weil wir ja, ja hier auch einfach schnell mal drüber huschen können. Ich denke mal, da werden wir auch nicht allzu viel loswerden tatsächlich. Wichtig ist nur, dass das halt, ja, dass hier Gärreste ausgebracht werden, damit wir A natürlich die loswerden und B natürlich auch, um für den nächsten Schnitt dann halt ja, mehr Ertrag zu bekommen. Ja, das ist halt das Wichtige an der Stelle. So. Jetzt werden wir hier, ja, das werden entspannte zwei Bahnen werden an der Stelle hier. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal einen Anhänger holen müssen. Oh, oh, oh. So. Ja, einmal gucken, wie ich das hier am besten mache. Hier hänge ich nämlich gleich irgendwo drin, nämlich. Ah, hier muss ich nämlich einmal am besten rückwärts daran. So. Und weiter geht's. Und wenn wir jetzt nicht alles hundertprozentig treffen, ist auch nicht so wild. Erstmal schön hier alles ins Grundwasser rein. Perfekt. So lobe ich das. Natürlich sollte das nicht so sein, ne? Ist ja klar. Alter, wo fahre ich denn hin hier? Hallo? Hallo? Erstmal gerade ziehen den Aal hier. Sonst wird das nichts. So. Jetzt aber. Können wir dann jetzt vernünftig weiterfahren, ja? Wunderbar. Oh Mann, ey. Einfach lost mal wieder. Einfach mal wieder completely lost. So, aber wir sind gleich leer. Das heißt, wir holen uns gleich nochmal schnell ein zweites Fass. Und dann ballern wir hier nochmal ein Fass aufs Feld drauf. Bis dann kommen wir tatsächlich doch noch. Jetzt müsste es zu Ende sein. Perfekt. So, erstmal zuklappen. Und dann haben wir zumindest schon mal Vorgewände und das hintere Stück. Klappt ist es. Perfekt. Dann können wir hier unsere Lieblingsspur einschlagen. Dann fahren wir hier vorne erstmal wieder ins Eck. Da der Anschluss, ja, muss ja, ne? Ich glaube, so sollte es passen. Mal testen. Da passt's. Ich habe nur jetzt das böse Gefühl, dass wir dich daran müssen. Ja, Mann, hallo, please give me the Schlauch. Danke. So, und dann mache ich den Schlauch erstmal hier ran. Zack. Dann kann ich mit dem hier dementsprechend auch daran. Das ist echt so eine Kunst für sich, ne? Auch gerade mit diesen Schläuchen. Na toll, jetzt habe ich ihn wieder abgehauen. Beste.
So, zack. Hey, bleib doch dran da. Ah ja, perfekt. Das geht denn ab mit diesem Zeug hier. So, ran da mit dir. Und ran da. So, was muss ich jetzt noch machen? Eigentlich nichts mehr, oder? Eigentlich müsste das doch jetzt funktionieren. Warte mal. Will fast anschalten. Erstmal bremsen. So. Was muss ich machen? X, nee. Hier abladen? Nee. Achso, erstmal aufs Fass wechseln, ne? So. Irgendwas muss ich hier noch prüfen. Ich glaube, den Apparat hier. Ah, der ist doch offen hier. Lieber öffnen. Bitte den Absperrschieber an. Achso, Verbinder Biogas. So, hier ist auch noch so ein Ding, oder was? Mach doch einfach mal, was ich möchte. Junge. Das muss aber... Das muss aber noch mal ein bisschen überarbeitet werden hier, Freunde. Oh, da war was. Hallo. Iggy, ich möchte dieses Ding hier einfach. Stopp. Ah ja, okay, perfekt. Das war dann der richtige Schieber. Ich weiß zwar immer noch nicht, welchen ich gedrückt habe, aber hey, Hauptsache es funktioniert, ne? So, jetzt müssen wir natürlich einen Augenblick warten. Das Ding hier ist am Pumpen. Ich gucke aber einmal ganz kurz bei der Gülle-Geschichte, ob es hier nicht auch... Wo war denn das, ey? Das hier irgendwo? Irgendwo war doch... Irgendwo war doch ein Dings, oder nicht? So, ja, ich war jetzt irgendwie das Ganze, diese Pumpe da am Suchen, die man da mich, also quasi da hin, also hier hinstellen kann, damit man mit dem Rüssel abpumpen kann, aber irgendwie hab ich die nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber wir sind voll, Freunde, das heißt, wir können das Ganze hier mal abmachen. Zack, Schieber rein und ab mit dem Schlauch. Und dann Bremse raus, Vorwärtsgang am besten. Und dann fahren wir schnell los. So. Nochmal Pumpe ausmachen, dass wir das an Geschwindigkeit hier hinbekommen. So, und dann wieder rauf, so, rauf aufs Feld. Den Aal hier wieder ausklappen. Dann kriegen wir mal ein paar Gärreste weg. Das ist doch hervorragend. Das ist doch tippitoppi. Wenn wir nur mal schauen, wo wir aufgehört hatten. Da genau in der Ecke, ne? Prima. Prima, prima, prima. So. Erstmal den Vogel an hier und dann machen wir das Teil runter und geben Vollgas. So. Ja, let's go, würde ich sagen. Hallo? Bruder! Falsche Richtung. Hey. Hey, was ist... Was macht der denn hier? So. War ein bisschen verschwendet auf einem Fleck, aber das ist auch nicht so wild. Hauptsache, wir kriegen das irgendwie hin.
So. Hier nur gleich einmal gucken, wie wir Eck hier gestalten. Fast sagen, ich fahre bis hier vorne ran. Mache den hoch. Dann fahre ich erstmal zurück. Das Stück hier zurück. Dann haben wir nämlich hier oben die Fläche dann schon mal fertig. Das ist doch ein guter Plan, ne? Dann haben wir hier oben das Ganze hier fertig. Hier schön die ganzen Gärreste. Das sieht auch vernünftig aus. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier auch alles treffen. Da muss ich mich echt nochmal dran gewöhnen, mit so einem Schleppschlauch da die Kanten zu treffen. Das ist auch immer irgendwie gar nicht so einfach gefühlt. Muss ich halt ein bisschen mehr überlappen, dann ist das halt so. Weil wichtig ist halt, dass wir hier schön die Düngestufe erreichen, damit wir natürlich auch beim nächsten Schnitt dann auch ordentlich Ertrag bekommen. Das ist auf jeden Fall wichtig an der Stelle. So, jetzt fahren, Alter, wir sind ja schon wieder leer gleich, ne? Ich dachte eigentlich, wir brauchen hier nur locker zwei Fässer und fertig ist, aber das sieht mir hier aber gerade irgendwie ganz anders aus. Das komplett hier irgendwie alles mit. Besonderlich, ne? Den Streifen hier nochmal kurz mit. Perfekt. Ja, wir haben jetzt nicht alles auf akkurat, ne, aber halt das meiste. Das ist ja letzten Endes, sag ich mal, das Wichtigste. So. Ja, geil, dann können wir gleich wahrscheinlich noch mal einen kompletten Dings holen. Kompletten Zug. 20% haben wir noch. Da kommen wir jetzt nicht so wahnsinnig weit mit. Fahren wir da mal in die Ecke rein. Ich würde fast sagen, so. Oh, sieht gut aus, ne? Bam. Wunderbar. Oh, das hätte ich auch besser machen können, aber naja. Man lernt ja noch so ein bisschen, ne? Ich bin ja hier in einem guten Kurs im Moment drin, auch mich an neue Sachen und so zu testen. Aber Freunde, ich würde sagen, wir haben es schon wieder geschafft für die heutige Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sind eh jetzt fast leer. Also von daher passt das eigentlich recht gut. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich klappe hier zusammen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.